Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe selbstdenkende Gehirninhaber und hinter den Propagandanebel Gucker, liebe Fans der Selbstbestimmung, heute spreche ich mit einem Mann, der genau all das verkörpert wie wenig andere. Dr. Paul Brandenburg steht für Selbstbestimmung, Selberdenken und wehrt sich gegen Propaganda und Beeinflussung. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch seinen Podcast Nacktes Niveau. Aber er macht noch sehr, sehr viel mehr. Was alles, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß mit Dr. Paul Brandenburg. Lieber Dr. Brandenburg oder wie ich sage, Paul, herzlichen Dank und ich bin so glücklich, dass du mit mir sprichst. Lieber Oliver, ich bin glücklich, dass du mich einlädst. Also vielen Dank dafür. Ich freue mich ganz meinerseits. So, ich muss ein bisschen mit dir schimpfen, weil ich muss mich ja auf diese Interviews vorbereiten. So, mit dem Lebenslauf von Ricarda Lang war ich in 30 Sekunden durch. Bei dir habe ich irgendwann aufgegeben, weil es mir einfach zu viel wurde, weil ich auch chronisch faul bin. Obwohl ich nicht auch aus der grünen... auch, genau. So, ich versuch's mal. So, du bist ein Arzt, der mit Summa Cum Laude promoviert hat. Du bist ein Buchautor, der einen Bestseller geschrieben hat. Du bist ein Unternehmer, du bist natürlich ein YouTuber, du bist ein Podcaster mit meinem Lieblingspodcast Nacktes Niveau. Du bist ein Vereinsgründer, du bist ein Politiker und in meinen Augen schon ein fast todesmutiger Revolutionär. Paul, wer bist du wirklich? Tja, das, wenn du es so sagst, klingt das schon ganz toll. Danke für die Lobhudelei. Ich bin all das und hoffentlich aber noch einiges mehr, wenn es privat wird. Ja, das habe ich alles gemacht, das mache ich alles mit Begeisterung. Und den Großteil davon wurde ich allerdings aus Notwehr, muss man sagen. Das Einzige, zu dem ich mich wirklich entschieden habe mal, das war die Medizin, das war das Arztsein. Und davor eigentlich, weil ich das Juristensein dann doch nicht wollte, mir wurde mal familiär dazu geraten, werd bloß nicht Arzt, werd bloß, ja, mach was Vernünftiges, mein Sohn. Er hat gesagt, gut, dann werde ich Jurist. Und habe festgestellt, nach wenigen Semestern Jura, dass ich ein unfassbar schlechter Jurist werden würde. Da fehlt mir nämlich jedes Talent und jede Disziplin für. Dann bin ich Arzt geworden. Das habe ich dann aus Notwehr verlassen, diesen Medizinbetrieb. Und was danach kam, war tatsächlich, sagen wir mal, ja, Improvisation aufgrund der Umstände. Also ich bin dann aus der Medizin weg, weil ich gesagt habe, so kann ich nicht Medizin machen, da werde ich so krank wie die Menschen, mit denen ich zu tun habe und kann denen nicht helfen. Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, in die Freie, da gab es aus meiner Sicht einiges, was man anders und besser machen konnte, habe das versucht und dann kam irgendwann auch die sogenannte Corona-Situation und die hat dann den Rest verursacht. Ja, also all das bin ich in einer gewissen Reihenfolge tatsächlich. So, jetzt kenne ich dich hauptsächlich aus Nacktes Niveau. Ich musste mich aber schon von Hardcore-Paul-Brandenburg-Fans belehren lassen, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Aber ich schaffe teilweise die ganzen Podcasts nichts mehr. Ich habe jetzt so ein paar, 3, 4 Lieblingspodcasts und die höre ich mir jetzt auch stabil an. Aber sonst ist es einfach zu viel. So, und du gehörst auf jeden Fall dazu. Aber auch Pochers Reloaded. Nein, Pochers Recycled. Man muss sich ja auch mal entspannen. Es kann ja nicht immer nur Politik sein. So, aber neben Nacktes Niveau, das du zusammen mit Milena Preradovic machst und wechselnden Gästen, ich hoffe ja, dass ich eines Tages mich qualifiziere für diesen Podcast. Du musst nichts sagen, aber ich betrachte dich als eingeladen, Oliver. Ja, genau. Leute, die sich selber einladen, das sind die Besten. Nein, aber was machst du noch alles? Vielleicht kannst du es kurz anreißen. Du hast noch einen Podcast zusammen mit einer sehr umstrittenen Person. Oh ja, hochumstritten. Hochumstritten.de übrigens ist eine der Domains, die ich mir gesichert habe, weil ich das einfach so schön finde. Das ist diese Steigerung, das war mit den Zollern, die hießen ja auch mal Zollern, diese Adelsfamilie, irgendwann hießen die dann Hohen. Das hat man dann davor gesetzt, um das alles noch zu betonen. Also hochumstritten ist ja eigentlich das neue Interessant, kann man sagen, oder? Absolut. Es gibt noch eine Videoreihe, die mache ich zusammen mit Dieter Dehm und Kevan Sufisiyavash, früher bekannt natürlich als Ken Jebsen, der ist ein schlimmer Enfant terrible, er ist ganz schreckliche Menschen, rechts, Nazi, Antisemiten und was weiß ich, was die alles beschimpft wurden. Aus meiner Sicht sind die gar nichts davon, sondern sehr stabile Demokraten und wahnsinnig wichtige Menschen. Das ist eine Videoreihe, die machen wir einmal die Woche. Das Nackte Niveau ist ja eine Audioreihe aus Gründen einfach, weil es tatsächlich mal so aus der Improvisation geboren wurde und weil der Inhalt einfach im Ton mehr Sinn macht, da braucht es kein Bild dazu. Nachschlag ist die Sendung mit Dieter und mit Kevan, die ich noch einmal die Woche mache. Das ist eine Themenschwerpunktsendung, wo jeder von uns ein Thema vertritt, eine Schlagzeile und erläutert, aus seiner Sicht eine Hintergrundanalyse betreibt. Und dann gibt es natürlich unregelmäßige Serien, wo ich Gespräche führe, monothematische Gespräche mit Einzelnen. Das wird immer mehr mit der Zeit, weil es mir einen Heidenspaß macht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch aus der Medizin sozusagen durch Zufall mal in die Medien gestolpert.
hat. Ich habe, als ich die Klinik dann verlassen habe oder das deutsche Gesundheitssystem, da war übrigens Frank-Ulrich Montgomery noch offiziell Chef der Bundesärztekammer. Das ist dieser, von dem Frank Plassberg mal sagte, gefühlt hat er als britischer Bomberpilot damals die Luftbrücke organisiert, wenn er mal mit seinem Einstecktuch. Tatsächlich hat man eher das Gefühl, das ist ein Bomberpilot, der Deutschland in den Arsch legt. Jedenfalls, mit dem bin ich ja damals dann in eine Talkshow. Das war ja so der Auftakt meiner Medienzeit. Habe festgestellt, oh, das macht viel Spaß. Ich war allerdings saublöd am Anfang. Du bist ja ein Medienprofi. Ich bin ja nur ein Amateur. Du wusstest das schon immer. Ich dachte wirklich, lach jetzt nicht, ja, ich dachte wirklich, man kann so ein bisschen was verändern, wenn man da mal auftritt und wenn man mal die Realitäten ans Licht zieht und dann gibt das mal einen Bums und dann machen Leute was. Und naja, es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, ich bin halt nur das neueste Schwein, was sie mal durchs Dorf getrieben haben. Und danach kommt das nächste Thema, ist dann ganz anderes. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und als dann die sogenannte Corona-Situation kam, habe ich ihm gesagt, Mensch, das ist etwas, womit man tatsächlich mehr noch erreichen kann bei aller Ernüchterung über den Medienzirkus. Ist es nötig, eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil das kann man Medien sagen, was man will, das erreichen sie eben. Das macht mir Freude und so gesehen gibt es da eben auch, eine ganz Produktivitätsfolge. Also es gibt durchaus, ich experimentiere mit mehreren Reihen. Ich hoffe auch, dass sie besser werden, technisch und inhaltlich über die Zeit. Man muss ja dann doch einiges lernen und wenn du da so als einfacher Notarzt in diesen Zirkus stolperst, dann stellst du fest, ja, kannst doch nicht alles, nur weil du mal Medizin gemacht hast. Also mir macht es eine Mordsfreude. Ich weiß, der Widersinn, der ist mir wohl bewusst. Also das ist diese Paradoxie der sogenannten Corona-Zeit. Natürlich will man das alles nicht, was da war. Und die Folgen, die das hatte, sind schrecklich. Aber was das auch an Positivem ausgelöst hat, was das an neuen Bekanntschaften, an neuen Fähigkeiten, neuen Erfahrungen gemacht hat, das ist wahnsinnig positiv. Und das stelle ich gerne in den Vordergrund. Daran will ich festhalten, weil du sagtest ja auch schon, man braucht auch mal Unterhaltung, oder? Also man kann ja nicht den ganzen Tag diesen schwermütigen Kram sich anhören und immer nur betreten durch die Gänge. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man über sich selbst lacht und über die Absurdität der Umstände. Also ich bin da im Endeffekt genauso reingestolpert wie du. Nur weil ich seit 30 Jahren in der Medienbranche arbeite, heißt das noch lange nicht, dass man von allen Medien eine Ahnung hat. So ein YouTube und dieses ganze Social Media funktioniert völlig anders. Und wenn du dir meine ersten Videos zum Beispiel anschaust, wirst du erschüttert sein, wie schlecht wir waren. Also ich kenne ja auch eine, keine Sorge. Aber das ist das Schöne an YouTube. Beim Fernsehen muss alles sofort 100% auf dem Punkt sein. Und deswegen muss man erstmal ein Jahr lang testen, pilotieren, proben, bla bla bla. So, und dann funktioniert es trotzdem nicht und du bist sofort weg, sofort. Und Leute verlieren den Job und so weiter und hin und her. Bei YouTube ist das nicht so. Das gefällt mir ganz gut. YouTube und Social Media haben dafür andere Tücken. Auch da kannst du nicht alles sagen, machen, tun, so wie was? Du es gerne machen. Man kann auf YouTube doch alles sagen, was man möchte. Ja, man muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Wie in Uganda halt, ja. Ja, wie in unserer Demokratie generell. So, man sagt ja immer, die Meinungsfreiheit ist absolut gewahrt, solange man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Die Konsequenzen können dann reichen von Gefängnis bis Hand abhacken. So, aber ich habe ja ganz viele Interviews mir angeschaut mit dir, bevor ich mich an dich herangetraut habe. Und es wird dann immer wieder in den Interviews gesagt, also Paul, du äußerst dich schon sehr radikal. Mhm. Ich verstehe ja, was du meinst. Ich würde mich aber niemals so radikal äußern. So, ich möchte sagen, ich würde mich gerne so radikal äußern. Ich traue mich aber nicht. So? Ja, weil ich ein Schisser bin. So. Und aber ich habe mich natürlich lange gefragt, was hat diesen harmonischen, umgänglichen Notarzt mit Summa Cum Laude denn so wütend gemacht? Ich habe lange, lange darüber nachgedacht, war es das schlechte Abschneiden bei der Fußball-WM 2018 in Katar? Was hat dich so aufgebracht? Weil du warst ja nicht immer so opportunistisch, wollte ich schon sagen, das ist genau das Falsche, oppositionell. Weiß nicht. Dich hat die Pandemie so quasi ein bisschen radikalisiert, ne? Radikal ist immer so ein Wort, ja, also extremistisch, radikal, wird dann gesagt, ja, radikal von an die Wurzel gehen, ja, ich bin ein radikaler Demokrat aus meiner Sicht und ich bin radikal, was unsere Grundrechte angeht, denn die sind ja die Grundrechte, die sind ja die Wurzel, also man könnte sie mit Wurzelrechte übersetzen, insofern bin ich ein Grundsätzlicher, ja, ich bin grundsätzlich, was Demokratie, Bürgerrechte, Meinungsfreiheit angeht.
Und sage zu allen, die das immer behaupten, dass ich mich jetzt radikalisierte, sage ich, nee, nee. Also ich bin genau da, wo ich bin. Klassisches Problem in der Segelei, in der Fliegerei. Wenn sich so ein Standpunkt oder so eine Perspektive ändert, musst du dich sehr genau fragen, bewege ich mich vielleicht? Es muss ja nicht der andere sein, ja? Also wenn Nancy Faeser immer faschistischer wird und mittlerweile eine Faschoterroristin ist, dann ist das ja Möglichkeit eins. Brandenburg ist irre und erzählt Zeug, nicht? Driftet ab, hat vielleicht irgendeine frontale Raumforderung im Kopf und weiß nicht mehr, was er sagt. Möglichkeit zwei, es stimmt, was er sagt. Ja? Also kann ich jetzt nur jedem empfehlen, das mal zu überprüfen. Je nach eigenem Standpunkt hat man dann auch eine Meinung zu mir. Ich glaube tatsächlich, dass das bei mir früher auch nicht anders war. Was hat mich geprägt in meiner Haltung zu dem Regime, was wir gerade haben? Kann ich sagen, der Wehrdienst als einer der ersten Punkte. Ne? Das war zur Jahrtausendwende damals. Mein Gott, so alt bin ich schon. Da bin ich dann eingezogen worden. Hab mich dann sogar freiwillig für die damalige Front gemeldet. Das war dann Jugoslawien. Ich war als Luftwaffenmensch in Italien stationiert, also mitten im Vier-Sterne-Luxus, kann man sagen, ungefährdet. Aber habe in meiner Pflichtdienstzeit schon damals gesehen, wie dieses Regime in Deutschland mit seinen Insassen umspringt. Es verfügt einfach über deren Leben. Du warst damals, als ich da eingezogen wurde, gesagt, 99, um 1999 rum, war gerade aus dem Abi, voll, also überflüssiger als überflüssig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wenig das Militär die Wehrdienstleistenden brauchte. Also es war vollkommen klar, es wurde ja schon seit Jahren darüber gesprochen, schafft diese Wehrpflicht ab. Nö, wurde nicht abgeschafft. Dann hast du da gesessen, 10 Monate oder so waren das und das Schlimme für mich war nicht die Grundausbildung, die war ein Witz, ja, und dieser ganze militärische Habitus und dieses Rumgebrülle und das. Nein, es war die Erfahrung, dass diesem Staat das Leben seiner Bürger Länge mal Breite scheißegal ist. Der verschwendet einfach zu vollen Händen unsere Lebenszeit. Wir sitzen da rum als Wehrdienstleister. Es war unfassbar öde. Ich saß da von morgens bis abends in so einem Geschäftszimmer und hatte original gar nichts zu tun. Die haben mir so Kalender zum Aktualisieren gegeben, weil ich saß in einem Stab, einem Divisionskommando, da kamen auch die Generäle und Oberstleutnante rein. Gaben mir so Aktualisierung von lose Blattsammlung, um mich irgendwie zu beschäftigen. Und dann ging ich wieder nach Hause. Und es ging den anderen ähnlich. Ja? Also Hoffegen, den Hof rauf und runter marschieren, das war schnell durch. Und ab mittags wussten die, was zu tun ist. Jetzt kann man sagen, na, was macht's denn? Na ja, es ist ganz einfach, was es macht. Es gibt nichts Kostbares als unsere Lebenszeit. Und es gibt nichts Wertvolleres als junge Menschen, die eigentlich irgendwie was machen wollen, die was starten wollen, die was lernen wollen, die was anpacken wollen. Und du hast mit Händen greifen können damals schon, wie dieser bresige Gerontenstaat, ein Staat voller Reflektorwestentragenden, Fahrradhemdtragenden, über 60-Jährigen, die vor allem Angst haben, die Gott nimmt die Geschwindigkeit raus, nicht so schnell, ach um Gott, warten wir nochmal. Ja? Du konntest das damals schon, ich war stinksauer in dieser Wehrdienstzeit und habe gedacht, Mensch, wenn der Staat das mit mir machen kann, dann lieber Staat, mache ich jetzt auch was mit dir zurück, weil dann ist mir vollkommen egal, was du an mich für Ansprüche hast, weil ich sehe ja, was du von mir hältst. Ich bin für dich eine blöde Verfügungsmasse. Ja? Also aus meiner Sicht ist die Haltung in Deutschland zwischen vom Staat zum Bürger und umgekehrt vollkommen kaputt. Und wir müssen uns nicht wundern über das, was dann gekommen ist. Und ich habe immer versucht, meine ich, das konstruktiv, daraus konstruktiv hervorzugehen, sagen, dann mach's halt besser. Nicht? Also da sitzen und schimpfen bringt ja nichts. Also das hat bestenfalls Unterhaltungswert für andere, aber es bringt dich nicht weiter. Und ich habe dann versucht, das in der Medizin anders zu machen, auch in der Wirtschaft anders zu machen und da was zu verändern. Habe dann auch mal einen Verein gegründet, weil ich dachte, Mensch, vielleicht bringt man Menschen. Also es gab viele Aktionen, die aus meiner Sicht alle auch ein bisschen was genützt haben. Nicht das eine große Ding, was man als Naivling sich so klar denkt, sagt, Mensch, jetzt kommt der eine Paukenschlag, ne, die eine befreiende Nummer. Und bin am Ende jetzt bei dem gelandet, was ich gerade mache. Auch da habe ich das Gefühl, es trägt positiv bei. Aber es ist eben ein verdammt langer Weg, so ein aus meiner Sicht grundsätzlich verkorkstes Verhältnis zwischen Bürger und Staat zu verändern. Zumal das nicht einer alleine macht oder mehrere Dutzend Menschen alleine. Ich glaube, da bin ich Teil eines Prozesses und einer Veränderung in der Gesellschaft, wie es hoffentlich viele Menschen betrifft oder an der viele mitmachen. Mich hat es jetzt hier in mein Superschurken-Versteck geführt, ins Ausland, weil es aus Gründen zu Hause nicht mehr geht. Aber ich bleibe tatsächlich optimistisch. Ja? Ich sehe das, was du vorhin schon angesprochen hast, diese Radikalisierung bei Nancy, unserer Reichsführerin Demokratie Faeser und anderen Verbrechern da im Regime, die sehe ich als gutes Zeichen. Die werden ja immer nervöser. Der Wahnsinn nimmt ja täglich zu. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, da hat Markus Söderl irgendwelche Schokoeier von sich präsentiert. Klar, das habe ich in der Sendung, aber viel zu spät erst, Da, nächste das war Woche. kein April-Scherz. Ja? Ich Also, weiß, ich weiß. das ist.
Also, du sitzt da und denkst, okay, du musst aber einmal durchatmen und sagen, okay, wer ist hier eigentlich der Clown? Bin ich das oder sind die das? Ja? Was davon ist jetzt Kalkofes Mattscheibe und was davon ist Realität? Es nimmt an Absurdität jeden Tag zu und ich bleibe optimistisch, dass dieser Wahnsinn irgendwann das ganze Ding zum Knallen bringt und wir dann neu anfangen können. Ja, Herr Söder hat ja auch gesagt, das riecht so gut und in 4 Tagen wird es auch noch gut riechen. Wahnsinn, oder? Das hatte etwas sehr, ich meine, es ist unser Ja. Ministerpräsident. Meiner Na nicht. gut. Ja, nein, also ich bin ja aus Bayern. Ich bin ja in Nein. München geboren. Ich bin da immer noch gemeldet auch. Und du musst kein Freudianer sein, oder, Oliver? Du musst kein Freudianer sein, um zu sagen, Alter, da sitzt ein Operettendiktator mit einem, kann man schon sagen, neoplastisch vergrößerten Ei. Also es ist ein einzelnes Ei. Wir kennen ja so Gerüchte über den Führer. Ja, es gibt Ja, ein ja, ja, einzelnes Ei. ja. Das ist dann auch noch so krankhaft vergrößert. Er streichelt es und packt sein Gesicht da drauf. Alter, hat der Mann keine Medienberater? Das ist Und das frage ich mich so oft. Ich frage mich so oft, weil diese Leute sind natürlich umgeben von unglaublich vielen Einflüsterern, Beratern, Consultants, wie sie alle heißen. Und wer kommt dann auf so ein Ei? Und das gibt ja dann auch, ich meine, die überlegen sich ja auch, welche Schlagzeile könnte daraus gemacht werden, welcher Shitstorm. Und ein Ei ist halt, also es hat auch ein Satiriker geschrieben in den Kommentaren, ich möchte es haben, aber mein Körper weigert sich zu schreiben, ich möchte Söders Ei. so. Und nicht nur das Ei. Er hat dann ja auf dieses Ei auch noch sein Konterfei gemacht. Ja, In einer. das ist ja der Clou. So. Und dann diese ganze Zeit sowas, wir ihn vernaschen, also diese ganzen Begrifflichkeiten, diese ganzen Sprachbilder. Oh mein Gott. Also das ist, wir haben mittlerweile in diesem Deutschland, glaube ich, ein Therapiebedarf angehäuft, einer Psychotherapie und psychiatrischer Intervention auf allen Ebenen. Das ist unglaublich. Generationen von Therapeuten sind versorgt. Ja, wobei das hat ja noch irgendwie eine liebenswürdige Dummheit. Es poppt ja jetzt immer mehr auf, dass unsere Politiker auf den Rechtsstaat quasi pfeifen und auch ganz klar sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass man gegen irgendwelche Gesetze verstößt mit seinen Aussagen, sondern es geht inzwischen darum, dass man einfach irgendwas sagt, was irgendjemand nicht passt und das ist dann schon verfassungsfeindlich. Und das macht mir schon Sorgen. Also politische Satire lebt ja davon, verletzend zu sein, polemisch zu sein, zuspitzend zu sein. Eigentlich ist das dann alles ja komplett Hassrede Ja. und ich müsste den Böhmermann machen und lieber hacke ich mir mein drittes Bein ab. Ne, für Böhmermann, Entschuldigung, wo du das sagst. Für Böhmermann hat damals Mutti Merkel ja noch den Majestätsbeleidigungsparagraphen abgeschafft. Das war ja das Irre. Böhmermann ist ja damals von Erdogan dann angezeigt worden und das glaubst du jetzt nicht. Ich habe damals tatsächlich für Böhmermann demonstriert. Das glaubt keine Sau mehr. Aber ich Was? bin damals mit Ziegenmasken vor die türkische Botschaft und habe da dieses Gedicht in Elementen dort hochgehalten. Dann gab es noch einen Verwaltungsgerichtsbeschluss. Ich musste dann die Straßenseite wechseln, weil nach Wiener Abkommen durfte ich nicht vor der Botschaft stehen. Und mein Verhältnis zu Böhmermann kannst du dir denken und meine Haltung zu Böhmermann. Aber vollkommen egal, ob Böhmermann sowas sagt oder nicht, jeder Mächtige muss mit allem Spott der Welt leben. Das ist das Wichtigste in der Demokratie überhaupt. Und wenn Herr Böhmermann, sollte ich Ministerpräsident von Bayern werden, Gott behüte oder bewahre, ja, dann würde ich hoffen, dass irgendwelche Böhmermänner über mich Glatzengedichte und Nasengedichte schreiben. Es ist das einzig Gesunde in einem Land, wenn die Menschen sich lustig machen und auch in beißendem Spott über ihre Großkopferten reden. So ist das gedacht. Und es kann nicht angehen. Wo das Gegenwind bekommt, da läuft was falsch. So, und dann hat Merkel tatsächlich ja mit Ansage noch damals gesagt, wir werden jetzt nicht für Herrn Böhmermann diesen Paragraphen ändern. Aber nachdem das sozusagen durch war, 2 Jahre später fiel dann dieser Majestätsbeleidigungsparagraf weg. Und Rot-Grün-Braun hat jetzt ja vor 2 Jahren dann wieder, vor 3 Jahren sind es mittlerweile, den Paragraphen 188 StGB erfunden, deswegen ich jetzt hier in meinem Geheimversteck sitze, nämlich Majestätsbeleidigung. Man hat den also früher nur für ausländische Staatschefs zutreffenden Begriff der Majestätsbeleidigung abgeschafft und hat ihn für inländische Politiker wieder eingeführt. Und zwar explizit ab der Ebene, ich glaube, des Stadtrates irgendwo im Dorf. Also es ist vollkommener Irrsinn. Eins hatten Diktatoren nie, und das war Humor. Es gab noch nie einen lustigen Diktator mit Humorverständnis.
Eben. Ich glaube auch tatsächlich, Entschuldigung, ich glaube auch Ja. das ist der Grund, warum Södolf seine Eier zeigt, ja, weil er tatsächlich ja den Humor simulieren möchte. Er geht ja auch gerne mit sehr aufwendigen Kostümen zum Fasching oder zur Fastnacht und aber das ja auch narzisstisch krampfhaft, nicht? Der Mann macht sich ja nicht über sich lustig, sondern er trägt dann da ein Shrek-Kostüm zur Schau. Also wenn er mal sich lustig machen würde, sollte er sich sofort eine schwarze Uniform anziehen. Da muss ja auf der Armbinde nicht unbedingt so ein verbotenes Kreuz sein, sondern was anderes. Aber ich habe noch nie gesehen, dass der über sich gelacht hat. Er simuliert Humor, indem er einen Clown spielt. Aber wie Georg Gross sagte, der Mann ist ein Horrorclown. Ja, aber für uns war es damals 2020, 2021 während der Pandemie total beängstigend, weil plötzlich Markus Söder als Bundeskanzler geeignet schien. So, wir kannten den ja in Bayern. Wir wussten, wie der ist. Und dass dann plötzlich der Rest von Deutschland dachte, das könnte ein Bundeskanzler sein, das war wirklich beängstigend. Weil bei Markus Söder, und das weiß in Bayern jeder, geht es immer zu 80, 90% um Markus Söder und um 10% um die Sache. So, und bei Ange Glaubst du, 5%, ja? Das Coole war auch, die Leute haben gesagt, ja, aber diese Pressekonferenzen, die er abhält zur Pandemie, die er quasi stündlich abgehalten hat, das ist unglaublich, wie souverän der ist und bla bla bla. Wenn irgendjemand mal diese Pressekonferenzen sich in Gänze angeschaut hätte, so, da waren immer Markus Söder und dann noch drei andere Politiker aufgereiht, unser Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister, Innenminister, weiß der Geier wer. Und Markus Söder hat immer gesagt, ja, und das sagt, denkt auch mein Gesundheitsminister und das denkt auch mein Finanzminister und das denkt auch der, aber die durften nichts sagen. Also, wenn man sich das in Gänze angeschaut hat, hat man gesehen, er hatte 95% Redeanteil und am Ende hat dann jemand gesagt: Ja, ich sehe es auch so. Also, der als Bundeskanzler wäre interessant. Ich mache ja alles weniger mit Verstand, als weil ich davon gar nicht so viel habe, als mehr mit Gefühl. Und bei Angela Merkel hatte ich immer das Gefühl, es geht zu 20% um Angela Merkel und zu 80% um die Sache. Das war Ihr Kann großer Talent. Ja, kann sein, dass ich mich da täusche, aber also wie gesagt, bei Markus Söder 90% Markus, manchmal 95% und der Rest bleibt dann für die Sache. Das hat der Bundeskanzler, er ist ja nicht vom Tisch. Kann ja sein, kann ja alles werden. Mal Ja, nee, gucken. jetzt hat er ja, glaube ich, Konkurrenz hier von Henrik Wüst, nicht? Das ist ja dieser Merkel-Nachfolger, der tiefgrüne schwarze Molierer. Dann gibt es ja auch noch Daniel Günther in Schleswig-Holstein, der ja auch relativ heiß gehandelt wird. Und gut, aber wer ins Konklave als Papst reingeht, der kommt ja mal als Kardinal raus. Wir werden sehen, ja. Und Friedrich Merz will ja auch noch dazu. Also man kommt eigentlich aus der Schnappatmung gar nicht mehr raus, wenn man sich dieses Personaltableau anguckt. Ich habe da aber komischerweise Hoffnung. Also Uschi von der Leyen hat gesagt, 2024 ist das Jahr der Demokratie. Das ist eine ganz klare Drohung. Es geht um unsere Demokratie, Trademark. Das ist das, was Nancy Faeser eingetragen hat. Das hieß früher Faschismus, das Ding, und Unterdrückung. Und ich glaube, das kommt. Ja, wir haben im September Wahlen. Ich habe neulich unsinnigerweise, haben wir es verwechselt, gesagt, in Sachsen-Anhalt. Die Wahlen sind in Thüringen und Sachsen, wie wir natürlich alle wissen. In Thüringen ist der Gott sei bei uns überhaupt der allerschlimmste Dämon aus der Hölle, der natürlich die Reinkarnation Adolf Hitlers ist, nämlich Björn Höcke. Am Start, der wahrscheinlich, und das war ironisch, um es nochmal dazu zu sagen, ich bekomme immer böse Briefe nach sowas. Wie können Sie denn so über Herrn Höcke reden? Ich denke, okay, war es nicht deutlich. In Zukunft müssen wir wirklich Ironie einblenden oder solche Sachen. Jedenfalls, der tritt an am 1. September und ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall, heißt es, Hosen runter für die Demokratie dieses Jahr. Ja, und ich würde keine Wette darauf abschließen, was da passiert. Lassen die antreten, weil dann gibt es einen haushohen Gewinn. Das zeigen die Zahlen alle. Auch wenn du mal zum Äußersten schreitest als Journalist und mit den Menschen redest. Das scheint ja keiner mehr zu tun. Aber wenn man einfach mal hinfährt und viel mit den Menschen redet, dann stellt man fest, gut, wer wählt denn da nicht Herrn Höcke bei der nächsten Wahl? Lassen die das zu, marschieren die da ein, kommt dann doch noch ein UFO und bringt die ganze Sache irgendwie ganz anders vom Tisch. Wir wissen es nicht, aber wir werden es rausfinden. Und insofern mache ich mir gar nicht so viel Gedanken über Markus Söder und seine Kanzlerkonkurrenten. Irgendwas sagt mir, diese Leute werden nicht mehr Kanzler. Solange es nicht Karl Lauterbach wird, unser Kanzler, ist alles gut. Was für eine elegante Überleitung zu Herrn Lauterbach, weil über den Wahnsinn, wollte ich ja. sprechen. Du nennst den besten Gesundheitsminister, den wir die Ja. letzten 2 Wochen hatten. Du nennst Herrn Lauterbach gerne mal Massenmörder. So, und darüber habe ich nachgedacht, natürlich. Ein Massenmörder würde ja etwas mit Vorsatz tun und mit dem absoluten Wissen darüber, dass er etwas sehr Böses tut. So, jetzt schaue ich mir den immer an und denke mir, vielleicht ist er einfach nur halt komplett verwirrt und würde vielleicht Gutes wollen, aber scheitert an seiner Konfusität.
So, jetzt bist du Mediziner und hast da mehr Durchblick. Warum ist der Kaul, warum, Kaul ist ein schönes Gebilde aus Karl und Lauterbach. Warum ist der Lauterbach das, was du sagst? Von Kaul darfst doch du Massenmörder nennen. Das ist ja keine Person. Da kann ich sagen, Kaul ist ein Massenmörder. Ich glaube nicht, dass das justiziabel ist. Ach, da bin ich mir nichts mehr sicher heutzutage. Nee, das stimmt, da hast du recht. Weil alle Wahrscheinlichkeit, wirklich, es ist eine übergroße, erdrückende Wahrscheinlichkeit, von der ich sage, sie grenzt an Sicherheit, dafür spricht, dass dieser Mann so inkompetent er zweifelsohne als Arzt ist. Ihm fehlt ja jede Erfahrung klinischer Art, das sowieso, das ist aktenkundig. Und sein Werdegang, sagen wir, seine Betrugsgeschichte, wie er sich zum Professor betrogen hat mit seinen Fake-Titeln und seinen ganzen Potjemkinschen Dörfern, die er da konstruiert hat, das hat ja Thomas Kubo wunderbar nachgewiesen als Verleger und hat da wahnsinnig viel recherchiert und klargelegt, wie die Arbeiten des Herrn Lauterbach eigentlich alle darauf ausgerichtet sind, durch den minimalsten Aufwand und oftmals auch ohne den nötigen Minimalaufwand zu etwas zu bringen. Trotz all dieser Betrügereien kann man kaum durch diese Geschichte gehen, ohne ein Grundverständnis von Medizin und von Krankheit abzubekommen. Das müssen wir also zu seinen Ungunsten annehmen, wenn wir seine Taten bewerten. Und wenn wir das, was jetzt bekannt ist über die sogenannten Impfstoffe, also über diese mörderischen Betrugssubstanzen, wenn wir das nehmen, was bekannt ist, es gibt eine Unmenge an bakterieller DNA, nennen wir sie Rückstände, Verunreinigung hieße ja, dass die da raus sollten, an Rückständen, von denen man gewusst haben muss, wenn man der Chef der Prüfbehörden ist, die diese Dinge auf jeden Fall geprüft haben. Die haben jetzt die RKI-Protokolle seit einiger Zeit. Paul Schreier sei Dank, der große Messias. Wenn ich eine Religion jemals irgendwie annehmen würde, wäre es wahrscheinlich den Schreierismus oder den Multipolarismus, weil dieser Mann journalistische Grundlagenarbeit gemacht hat. Wenn wir diese Fakten nehmen, die da sind, dann sagen wir, gibt es keinen plausiblen Weg anzunehmen, dass der immerhin approbierte Arzt und ausgebildete Mediziner Karl Lauterbach nicht verstanden haben muss, von Beginn an, weil diese Zahlen und diese Fakten waren ihm ja bekannt, als das damals zugelassen wurde, welche Folgen diese Stoffe haben werden. Und dann muss man das um jeden Preis verhindern, dann darf man im Gegenteil nicht, und das ist ja das, was sein Urteil letztlich fix macht, auch noch bei irgendwelchen Staatsfunksendungen sitzen und sagen, die haben praktisch keine Nebenwirkung. O-Ton Karl Lauterbach, da hat er dann später gesagt, ach, das war vielleicht ein bisschen überzogen. Nein, alles andere als Vorsatz anzunehmen, ist schrecklich naiv, lieber Oliver, wenn man denn ein bisschen medizinische Grundbildung hat. Das darf jeder sein, ja. Und nochmal, ich kann natürlich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass er das ist, aber ich sage, ich bin fest von seiner Schuld überzeugt und es wäre ein leichtes für Strafverfolgungsbehörden und eine Justiz, eine unabhängige, wenn wir die denn hätten, diesen Mann zu überführen. Karl Lauterbach gehört für den Rest seines erbärmlichen Lebens in die tiefste Zelle, die wir haben. So, Paul, jetzt folgende Frage. Eine Frage, die ich hasse, aber ich möchte sie dir gerne stellen, weil vielleicht hast du eine Antwort. In deinem Podcast Nacktes Niveau schlägst du eigentlich immer mal optimistische Töne an, hast du heute auch schon wieder, und Milena sagt dann eher so, so optimistisch bin ich dann nicht. Aber, und darüber denke ich nämlich viel nach und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort. Was denkst du, was wäre denn ein ideales Szenario für uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie kann sich unsere Gesellschaft, unser Land, unsere Politik, unsere Welt positiv entwickeln? Das sind zwei Dinge. Also, wenn ich jetzt nicht klugscheiße, du hast gesagt, was denke ich und wie kann es positiv werden? Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so wird, wie ich es gern hätte, aber ich glaube, dass es im Ergebnis gut werden kann, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Also, mein Wunsch wäre, dass wir als Land, als Bevölkerung, als Bürger Deutschlands diesen Begriff des Bürgers mal erfassen, sagen, Moment mal, ich bin gar kein Untertan, ich bin eigentlich der Chef dieses Staates, ich wähle die Angestellten, die ihn dann in meinem Interesse eigentlich verwalten und ich ziehe die jetzt zur Rechenschaft und zwar friedlich, demokratisch, aber ganz entschieden. Das wäre das, was ich mir wünsche. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass tatsächlich die Deutschen mal wieder im Untertanenmodus sind, wie sie das jetzt schon 2 oder 3 Mal waren, je nach Zählweise in den letzten wenigen Jahrzehnten deutscher Republiken und anderer Staaten. Ich fürchte, dass diese Bevölkerung nur durch Schmerz lernen wird. Der Schmerz setzt ja gerade ganz massiv ein. Ich war vor einer Weile wieder in Berlin und bin da gefühlt durch Trümmerlandschaften gefahren. Ist ja, wenn du aus dem Auenland kommst, sieht Mordor immer doppelt schlimm aus. Da fährst du durch die Gegend, das ist meine Güte. Jedes dritte Geschäft leer, je nachdem, wo du hingehst. Dann hast du nur weiße AMGs, CS500 mit sehr bärtigen Männern, mit sehr großen Muskeln, die kein Wort Deutsch sprechen oder ukrainische Nummernschilder hinten drauf haben, eins von beiden.
Und hast ansonsten Sozialabgaben, die ihresgleichen suchen und eine Arbeitslosenquote, die nicht mehr feierlich ist. Also ich glaube, in die Richtung geht es weiter, weil die Politik tut ja alles dafür, nicht? Wir haben mittlerweile ein Kriegsgebrüll bei unseren Staatsschergen, das ist nicht mehr feierlich. Geh auf jederzeit auf eine beliebige Springer-Publikation, dann liest du sowas wie Nancy Faeser, das ist die Frau, die im Verteidigungsfall für unseren Schutz zuständig ist. Du denkst, okay, was habe ich verpasst? Warum Verteidigungsfall? Warum wird mir jetzt wieder erklärt, dass Nancy Faeser mich schützt? Also das sind alles ein bisschen viele Zufälle. Und ich fürchte, es kommt jetzt auch so. Es kommt jetzt so wie bestellt. Wir erleben es, was die Energiepreise angeht. Wir erleben es, was die Versorgungssicherheit der Energie angeht. Wir erleben es, was die Arbeitsplätze angeht. Der Kettensägenhersteller Stihl ist gerade abgewandert. Kennen alle ein bisschen naturverbundenen Menschen. Die sind komplett, Achtung, in die Schweiz abgezogen, was ja nun nicht gerade ein Land ist, bekannt für günstige Löhne und überhaupt eine günstige Lebenshaltung. Aber offensichtlich rechnet sich das noch. Und Stihl sagt relativ direkt, naja, es geht um politische Stabilität und Arbeitsbedingungen. Also wir sind mit Vollgas auf dem Weg gegen die Wand. Die Wand ist nicht mehr weit weg. Das ist ja schon seit einer Weile so. Und ich glaube, der Crash kommt. Was ist also mein Fazit? Ne? These, Antithese, Synthese und so. Ich glaube, dass es jetzt darum geht, diesen Crash doch möglichst schadens- und schmerzfrei zu gestalten. So viel zu retten und gut zu machen, wie möglich ist, um möglichst viel zu erhalten, möglichst viel Schaden abzuwenden. Das geht immer noch, denke ich, da ist es nie zu spät für, weil wir letztlich ein sehr reiches Land sind in jeder Hinsicht. Und je früher wir sagen, Moment mal, das ist jetzt doch besser, Fuß vom Gas zu nehmen und mal das Lenkrad zu bewegen, umso besser ist es. Und da versuche ich zu beizutragen. Dazu beizutragen. Gutes Stichwort. Ich weiß, dass du auch politische Ambitionen hast, dass du quasi auch dich für die EU-Wahl aufstellen wolltest, aber ich habe auch mitbekommen, da ist irgendwas schiefgegangen. Ja, so ist es. Also politische Ambitionen, nein. Ich habe aus Notwehr bin ich Kandidat geworden. Und bin es auch noch, technisch gesehen, so ein bisschen Zwischenzustand gerade. Und ich möchte um Gottes Willen kein politisches Amt. Ich finde das ganz fürchterlich. Aber ich finde auch, man kann nicht nur da stehen und motzen und sagen, die können das alle nicht. Da muss man auch sagen, okay, ich mach's mal, ich gehe jetzt hin und mach's mal besser. Das ist die Vorgeschichte. Ich habe mich aufstellen lassen für die sogenannte Europawahl. Da gibt es ja ein Ding, das nennt sich Parlament. Es hat zwar, das ist wie Rügenwalder Wurst, ne? Das ist keine Wurst, das ist ein Chemieabfall, aber die schreiben Wurst drauf und Europäischen Parlament machen, weil es eine Institution ist, die hat keine Parlamentsrechte, allem voran nicht das Budgetrecht über die EU und auch nicht das Recht, Gesetze vorzuschlagen oder abzulehnen, sondern es ist nur eine Nickbude und eine Propagandabude. Ich habe gesagt, ich kandidiere für das Ding, um da bei jeder Gelegenheit zu sagen, Dexit jetzt und Parlament abschaffen. Das macht ja Herr Sonneborn ganz gut. Ich finde, das können, je mehr es machen, desto besser. Und da hat Marcel Lute, ein ehemaliger Berliner Mitglied des Abgeordnetenhauses und freier Wähler zuletzt und dann ganz freier, der auch erfolgreich gegen die Bundestagswahl geklagt hat, gegen die Berliner Landeswahl geklagt hat, der wird eventuell jetzt dann auch gegen die Europawahl klagen, weil Marcel Lute hat die Liste BRD, Bürgerrechtsstaat Demokratie, Wortwitz, Zwinker, Zwinker, aufgestellt. Da war auch ich ein Kandidat. Und obwohl wir 7.000 knapp oder je nach Zählweise deutlich über den notwendigen 4.000 Unterstützerunterschriften haben, hat der Bundeswahlausschuss, das ist nämlich ein Ausschuss, da sitzen 9 von 10 Altparteienkader drin, die dann entscheiden, darf man antreten, gesagt, oh nee, schade, lauter Formfehler, ihr dürft gar nicht. Da war der erste Formfehler, dass wohl eine Unterschrift fehlte. Es hätten 3 Vorstandsmitglieder unterschreiben müssen bei der Anmeldung. Dummerweise hat die Liste BRD als eine sonstige politische Vereinigung genau ein Vorstandsmitglied. Und zu diesem Zeitpunkt gehabt. Und deswegen ging das nicht. Ja, und eine totale Fehlauslegung des Gesetzes. Und dann haben sie auch gesagt, die Verzögerung bei der Beglaubigung der Unterschriften, die in Deutschland nötig ist von den Wahlämtern, die ist der Liste BRD zuzurechnen. Sie hätten dann halt noch viele Tage früher einreichen müssen. Moment, aber wenn der 18. März war da die Deadline, wenn das die Deadline ist, wieso müssen wir dann ganz lange vor der Deadline einreichen, wenn die Einreichungsdeadline bis dahin geht? Ja, sagt der Wahlleiter dann, weil die alle Risiken bei der internen Verarbeitung quasi zu ihren Lasten sind. Nö, sagen wir, steht auch nirgends im Gesetz. Also dagegen wehren wir uns gerade, dagegen wehrt sich die Liste BRD. Da gibt es noch eine Sitzung des Wahlausschusses. Mal gucken, ob dann das gleiche Gremium, was gesagt hat, ihr nicht, ihr dürft nicht mitspielen, dann sagt, oh, ihr dürft doch mitspielen. Oder ob das dann vors Gericht geht. Ich habe da so meine Meinung, ich bin da pessimistisch. Marcel Lute ist optimistischer, wir werden es sehen. Und wenn das denn alles klappen sollte, dann stehe ich als ein Kandidat mit auf dem Europawahlzettel. Ganz genau. Ob ich dann gewählt werde, bin ich auch skeptisch.
Aber mir ging es nicht darum. Mir ging es mit dieser Kandidatur darum, den Menschen zu zeigen, ganz praktisch, wir brauchen keine Parteien. Es braucht kein Mensch, ARD, ZDF, CDU, SPD oder wie sie alle heißen, diese verschiedenen Inkarnationen der Parteienkorruption. Es geht mit freien Kandidaten. Jeder Otto Normal, Hinz und Kunz wie ich können sich politisch engagieren und kann dann antreten. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen mehr damit gezeigt, wie ich sehe, und wird dann von der Parteienkorruption daran gehindert. Wir werden sehen. Das war aber auch Ziel meiner Kandidatur und deswegen bleibe ich auch dabei. Das klingt wie in einem dieser Schurkenstaaten, wo alle möglichen Konkurrenten schon weit im Vorfeld ausgeschaltet werden, mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Und auf diese Schurkenstaaten zeigen wir dann mit dem Finger und machen hintenrum genau dasselbe. Was mich Ja, Oliver, interessieren würde. wenn's aussieht wie ein Schurkenstaat, riecht wie ein Schurkenstaat, sich benimmt wie ein Schurkenstaat, vielleicht, naja, gut, egal, nächstes Thema. Ja, also ich spreche ja mit irrsinnig vielen Menschen. Ich spreche mit Menschen wie dir und Leuten, die sogar noch krasser denken und noch, was heißt noch krasser, die noch tiefer drin sind in Themen. Und manchmal mache ich dann auch zu, weil es so beängstigend ist. Also ich komme ja aus dem Entertainment eigentlich. Ich komme wirklich komplett von der Oberfläche. Ich war den Großteil meines Lebens ein Schlafschaf, das allem hinterhergerannt ist und Deutschland ist toll, Amerika ist toll, Russland ist böse und so weiter. Bei mir hat sich sehr viel verändert durch meine Auslandsaufenthalte. Ich bin 2016 das erste Mal nach Russland gegangen und in den letzten 8 Jahren habe ich mich immer, immer weiter vom Vertrauen entfernt. Ich kann überhaupt gar nichts mehr vertrauen. Ich habe mich nochmal, und vielleicht wirst du jetzt das Gespräch abbrechen, aber ich habe mich auch noch dreimal impfen lassen. Und ich würde es nie wieder tun. Und jetzt im Nachhinein bereue ich das zutiefst, weil ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht mein Leben riskiert. Aber also wie gesagt, ich habe eine sehr gesunde oder sehr ungesunde Naivität. Und die ist aber immer schwerer, es wird immer schwerer, die aufrechtzuerhalten. Und deswegen klammere ich mich an jedes Positive, wenn dann ein Urteil gefällt wird. Hier der Unternehmer, der die Grünen kritisiert hat mit seinen Plakaten, der muss jetzt doch nicht ins Gefängnis. Freue ich mich. So. Oder wer weiß, die ganzen Prozesse, wie sie jetzt alle ausgehen werden. Also ich versuche immer das Positive aufzusaugen. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wie kann es wieder gut werden. Was ich dich unbedingt fragen wollte, gibt es einen Politiker, egal ob lebend oder tot, den du bewunderst, respektive vertraust? Ui, naja, Totenvertrauen, das ist so ein bisschen Widerspruch in sich. Bei welchem Bewunderst. Politiker habe ich den Eindruck, bitte? Oder Bitte was? bewunderst. Einen Toten kann man Bewundert. bewundern. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir Interviews von Helmut Schmidt anschaue, was Ja, der so dachte gesagt ich hat. mir, dass so ein Beispiel kommt. Der wird ja gerne als Bewunderungspolitiker genommen, gerade für die etwas linker Gestimmten. Jein, bei Helmut Schmidt weiß ich nicht. Es scheint, er hat einen guten Job gemacht in vielen Situationen, ob das jetzt die Flut war in Hamburg damals und solche Dinge, ja. Nehmen wir einen aktuelleren, Gerhard Schröder, der mit seiner Agenda 2010, völlig egal, wie man dazu steht, ja, was ich Gerhard Schröder tatsächlich anrechne, und jetzt sagen sie, ja, der Putin-Troll, der muss ja Schröder toll finden, der wird ja auch von Wladimir bezahlt und das ist ja, der hat damit eher weniger zu tun und ich kriege dummerweise doch gar kein Geld von Wladimir. Und ich habe auch nie in meinem Leben SPD gewählt, auch nicht Gerhard Schröder, aber ich habe Respekt vor einer Tat von Schröder, denn er hat ja seine Agenda 2010, die er damals gestartet hat, jetzt kommt bei allem Hass auf Harz, den viele Menschen haben, hat er das ja getan in der Überzeugung, tatsächlich etwas Notwendiges zu tun und im Wissen, dass es ihm schadet, dass es seiner Karriere schadet. Und das ist ein Akt, den ich sehr selten sehe, zumindest sehr, sehr selten irgendwo sichtbar wahrgenommen habe. Dass er aus der Überzeugung heraus etwas notwendig Wichtiges zu tun, seine eigene Karriere damit bewusst schadet. Alle Achtung. Dann hat er hinterher auch wenig Eleganz in Abtritt gefunden, als er da im DV-Duell mit Merkel noch sagte, Sie haben ja gar nicht gewonnen, ich bleibe weiter Kanzler. Okay, Gerhard Schröder hat sich nicht immer nur mit Ruhm bekleckert, aber das ist ein Grad an Authentizität, den ich bei jetzigen Politikern durchaus vermisse.
Und ich muss auch sagen, ich bin ja so ein Kohl-Kind, also aufgewachsen unter Helmut die Birne Kohl damals, und haben wir den damals gehasst, also wir in meinem Umfeld, so gehasst im Sinne von, oh Gott, wie peinlich ist der, was für ein provinzieller Mensch. Und rückblickend geht es mir mit dem halt wie George W. Bush, wenn ich den angucke, sage, Mensch, so schlecht war er gar nicht. Also ich bin weit davon entfernt, Helmut Kohl zu bewundern, auch Gerhard Schröder, aber ich habe doch gewisse Achtung für manche Entscheidung, die vor allem Schröder da getroffen hat, weil ich sage, mehr davon wäre gut. Ansonsten habe ich wenig bis gar keinen Respekt vor Politikern, die wir jetzt von welchen der Zeitgeschichte, weil ich die tatsächlich als absolute, ja, Keynote-Barbies und Kens wahrnehme, als Selbstdarsteller, die nichts anderes tun, als auf ihre eigene Umfrage zu achten. Und tatsächlich für die handelnden Politiker empfinde ich nichts als Verachtung. Ja, das geht mir auch so. Und bei Helmut Schmidt oder all diesen Leuten von früher, Franz Josef Strauß konnte sich fließend mit dir auf Lateinisch unterhalten, wissen die wenigsten. Aber ich nicht mit ihm. Nein, wahrscheinlich konnte sich niemand mit ihm unterhalten, aber das konnte der. Also, was ich bei diesen Politikern von früher einfach sehe oder gesehen habe, die hatten zumindest einen Hintergrund, sie hatten zumindest eine Ausbildung. Und es ist auch ein bisschen armselig, immer wieder Ricarda Lang heranzuziehen, aber müsste man gar nicht. Es gibt noch viele Vor andere allem ist es Kandidaten. wahnsinnig schwer, nicht, sie zu ziehen. Ja. Ja. Nein, aber weil sie ist einfach ein Symbol für den aktuellen modernen Politiker. Ja. Und dann, es wird auch Katrin immer wieder. Göring-Eckardt. Katrin Göring-Eckardt, Annalena Baerbock, Kevin Kühnert. Auch wie heißt der ehemalige CDU-Generalsekretär, um nicht immer nur bei Grünen und bei Frauen zu bleiben? Hier der kleine Schwarzhaarige, der Jura abgebrochen hat, auch nie eine Ausbildung, hab ich vergessen. Allein Omid Nuripur oder So. Omid Nuri, Nurit Omipur, nein, Omid Nuripur, nein, es gibt so viele, aber Ricarda Lang wird immer wieder herangezogen und ich ziehe sie ja auch immer wieder heran. Und dann wird immer gesagt, Oliver, das ist echt ein bisschen albern und peinlich, immer dieses Bodyshaming. Aber ganz ehrlich, da ist halt nichts anderes. Es ist nichts da. Also, es ist nichts da. Es ist nur Ja. aus. Ich kann auf nichts gehen. Da ist seit 18, also seitdem sie 18 ist in der Partei, nie im Beruf, kein Studium abgeschlossen, nichts, eine seltsame Beziehung. Okay, das ist ja eh privat. Also, es ist halt einfach nichts da. Und da sehe ich halt einen immensen Unterschied. Die Qualität, die menschliche, die Qualität der Ausbildung unserer früheren Politiker und der heutigen Politiker, da Ja. klaffen Welten. Ja, Oliver, aber da sind aus meiner Sicht ja diese Politiker auch wieder nur einen Teil, und leider ja ein statistisch signifikanter Teil der Gesellschaft. Wir leben doch mittlerweile in einer Phase der absoluten Verachtung von Leistung, von Intellekt und von Arbeit. Ja? Damit meine ich jetzt nicht, sagen wir, der Akademiker, also um Gottes Willen, ja. Also spätestens Karl Lauterbach hat bewiesen, wohin du akademische Titel und Ausbildung kloppen kannst, in die tiefste Tonne, die du findest. Aber wir verachten die Menschen, die hart arbeiten, verhöhnen die geradezu. Es wird von 4-Tage-Woche geschwafelt. Also jeder, der mal ein Unternehmen hatte oder selbst mal verantwortlich war für irgendwelche Projekte, für Mitarbeiter auch Verantwortung trug, der kann ja nur den Kopf schütteln bei dem, was die Politik da absondert. Aber es findet einen Widerhall in dieser Woken-Bubble im inneren S-Bahn-Ring von Berlin, kann man immer sagen. Wer die Stadt kennt nicht, da gibt es so einen zirkulären Ring. Alles, was da drinnen wohnt, ist irgendwie Grünen-Funktionär oder lebt von irgendeinem NGO-Fund, ist also Amadeo Antonio Stasi-Spitzel und wird von Nancy bezahlt. Die applaudieren dabei, beherrschen ja vermittels der Staatssender dann den öffentlichen Raum, der in Deutschland zugelassen wird, und tun so, als ob das alles eine tolle Idee sei. Und deswegen sind diese Politiker ja auch nur Exponenten einer Gesellschaft, die das zulässt. Wieder Gerd Schröder, mein Gott, ich werde heute SPD-Paladin hier, der sagte, wir können kein Volk sein von Menschen, und Trademark Pascal Luthe, der das immer zitiert, kein Volk sein von Menschen, das sich gegenseitig die Haare frisiert. Ja, das ist jetzt bei dir eher noch nützlich als bei mir, aber wir müssen eben eine gewisse Produktivität haben, wir müssen Waren und Essen und solche Dinge produzieren und für unseren Unterhalt sorgen. Das geht unter in einem Klima der Dekadenz, der Überversorgung. Und wir haben am Ende den Wirtschaftsminister, den genau diese Gesellschaft verdient. Ein Kinderbuchautor, der von Tuten und Blasen nicht den Ansatz einer Ahnung hat, der glaubt, der Strom kommt aus der Steckdose, wir schalten einfach böses russisches Gas ab, kaufen guten französischen Atomstrom oder so, nicht? Und wer insolvent ist, naja, der produziert halt nichts mehr. Also, das ist doch typisches Gefasel von Volltrotteln, die einfach in einem Überfluss groß wurden, so wie Annalena Baerbock. Sie ist doch der Prototyp eines hannoveranischen obere Mittelklasse-Kindes. Da hat der Papa garantiert immer gesagt, Annalena, alles, was du machst, ist toll. Dann sprang sie mal Trampolin. Ach Mensch, super, mach das doch im Schulunterricht oder geh doch da in den Verein. Und dann war sie das einzige Mitglied des Hannoveraner Trampolinverbandes und hat dann eine Meisterschaft gewonnen. Immer wurde diesen Leuten erklärt, du bist das Allertollste, super, egal was du machst.
Da geht ja jedes bisschen Rückkopplung mit der Realität auch verloren. Und wenn wir dann zurückschauen und sagen, diese Politiker waren auch ganz anders, ich glaube, die waren keine besseren Menschen. Die waren auch nicht im Schnitt intelligenter unbedingt. Die waren Kinder ihrer Zeit. Die waren eben darauf zurückgeworfen, dass sie morgens aufstehen mussten, irgendwie in ihrer Familie Geld verdienen mussten. Da gab es dann nicht die Stütze vom Staat oder irgendwelche Versorgungswerke, sondern da war halt ein anderer existenzieller Druck. So. Über die Zeit ist der weggefallen. Auch wir sind da Opfer unseres Erfolges. Und jetzt kommt wieder mein Pessimismus. Ich glaube, dieser Druck kommt jetzt zurück und zwar mit Verstärkung. Die Zeiten, die da auf unsere Kinder zukommen, du hast auch Kinder, ich habe auch ein Kind, und auf deren Kinder wiederum, ich weiß noch gar nicht, wo es am schlimmsten wird, die werden hammerhart. Weil die Generation von verkaterten Suffköppen wie Habeck und Konsorten und deren Wähler haben den Kram eben durchgebracht. Und danach muss er wieder neu aufgebaut werden. Also, ich muss jetzt mal für Annalena Baerbock in die Bresche springen. Oh wei. Annalena wurde dreimal Dritte bei deutschen Meisterschaften im Mini-Trampolin-Doppel, lieber Paul. So, ich habe diese Sportart nämlich recherchiert. Ich glaube, bei diesen Meisterschaften, wo sie Dritte wurde, haben nur zwei teilgenommen. Ich bin mir nicht sicher. Allein Sportart, entschuldige bitte mal ganz kurz. Was machst du gleich für Sport? Ich meine, es Ich ist ja mache. öffentlich, du hast das öffentlich gemacht. Du hast tatsächlich in deinem Leben die Hölle erlebt. Du bist durch etwas, und das sage ich ohne jede Ironie, ich bin Arzt aus einer Intensivstation, ich kenne diese Patienten wie dich. Du warst ein lebender Toter, du bist daraus zurückgekommen und du läufst jetzt Ironman, Triathlon und was weiß ich was noch. Ich habe einmal in meinem Leben einen Halbmarathon mitgemacht, danach wuchs der Bauch wieder. Ich bin kein Sportler, aber das, was du machst, das ist Sport. Das, was Annalena Baerbock macht, es ist in Ordnung, es ist ein schönes Hobby und ich hab Hobbys gegen Trampoline. Aber diese Selbstinszenierung, ja, dieses Darstellen von irgendwie, ich habe im kleinen Tupfinger Hinterkreis die dritte Medaille des so und so gewonnen. Ich zitiere immer Lisa Simpson, die sagte, alles, was das irgendwas von irgendwas ist, ist eigentlich scheiße. Und damit ist, glaube ich, sportlichen Leistung von Annalena Baerbock alles gesagt. Also da, was wirklich, wirklich schwierig ist, wenn du Ironman machst wie ich oder Triathlon, bewegst du dich auch in so einer sehr leistungsbereiten Community natürlich. So. Und wenn wir dann Sätze hören von Annalena Baerbock, wie sie sagt ja nicht nur, ich komme vom Völkerrecht, sondern sie sagt auch, ich komme vom Leistungssport. Und wenn du da ein bisschen tiefer reingehst und dir anschaust, was ist. Trampolin ist ja wieder die eine Sache. Trampolin ist eine olympische Sportart. Diese Leute springen 15 Meter hoch. Da Aus könnte ich der mich. Höhe sieht das Trampolin aus, so groß wie eine Briefmarke. Das ist Ja, das ja. eine. Aber Mini-Trampolin-Doppel, Paul. Also, da musst du wirklich lange suchen, bis du jemanden findest, der überhaupt weiß, ob das eine Sportart ist. Was ist es Und denn? Sag mal. ja, Was ist denn? Mini-Trampolin-Doppel ist. Da springt man erst von so einem kleinen Trampolin, glaube ich, auf ein großes Trampolin und das dann auch noch gleichzeitig und synchron. Also ganz ehrlich, vergiss es. Also das ist so ein bisschen wie Gummistiefel-Weitwurf. Und ich bin ein Wald- und Wiesentriathlet. So, wenn ich mal 20% aller Finisher hinter mir lasse, dann war das ein guter Wettkampf. So, aber trotzdem trainiert jemand wie ich 10 bis 20 Stunden die Woche. Und wenn dann jemand vom Mini-Trampolin doppelt sagt, er kommt vom Leistungssport, Ja. dann wird es schwierig. Eben, aber, ja, aber das ist doch, das meine ich jetzt völlig scherzfrei, das ist Deutschland in einer Nussschale, wie die Angelsachsen dann sagen würden. Ja, das ist doch der absolut repräsentative, die Einstellung, die unsere Elite zu Leistung hat. Und Annalena ist ja, die ist so dumm, die Frau, dass sie 14 Iterationen ihres gefälschten Lebenslaufs online bringt. Wieder fragt man sich, wo sind da die Medienberater? Man hat ja das Gefühl, dass alle diese Menschen, die darum arbeiten, nur noch Medienberater sind. Ja, Influencer, Social Media Chefs und wie auch immer. Aber selbst die sind so inkompetent in diesem Nichtberuf. Dann 14 Varianten ihres zusammengelogenen Lebenslaufs da reinzupacken. Und da fehlt ja dann jedes Schuldbewusstsein, auch jedes Verständnis dafür, dass die Menschen das dann nicht mehr glauben. Von Nummer 12 auf Nummer 13 ist gar keiner mehr da, der noch glauben könnte, weil ja jeder weiß, da kann es auch bis Nummer 400 gehen. Ja? Und dann ist also plötzlich ein Trampolin eine Leistungssportart. Herr Habeck ist Wirtschaftsminister, die kleine Annalena ist Außenministerin. Na klar, und ich definiere mich morgen irgendwie als transidentitäres Ozelot. Das geht alles. Also dieser Ausmaß an Absurdität und an Kafkaeskem Ding, oder sagen wir eher, ist ja eher ein Haruki Murakami-Roman, wenn man es genau nimmt. Da weiß wieder keiner, wer das ist, Annalena. Einfach nachlesen, schreibt ganz viele Bücher.
Ja, man kann es nur noch mit Spott und mit Erheiterung zur Kenntnis nehmen oder man muss sich einen Strick nehmen. Aber letzteres ist für mich halt keine Option. Auf keinen Fall, Paul. Wir haben noch viele Sachen vor. So, abschließende Frage, weil hier winken schon wieder alle. Und darüber denke ich wirklich viel nach, weil ich spüre diese Verachtung, diese Wut, exakt genauso wie du. Und immer wieder passiert es dann einem, das passiert ja wahrscheinlich auch auf Twitter oder sonst wo, dass du in irgendwelche Diskussionen gehst mit Leuten, die da aus dieser Welt, aus dieser Woken-Blase. Und ich merke, dass ich nicht Teil der Lösung sein kann. Ich kann nicht der sein, der ausgleicht, weil diese Menschen mich so wütend machen. Ich krieg's nicht hin. Und ich bin dann entweder zu emotional oder zu engstirnig, ich weiß es nicht. Und dann denke ich mir aber immer wieder, okay, aber die werden nie weggehen. Und es sind auch nicht so wenige. Es sind auf beiden Seiten sind sehr, sehr viele. Also weder die Woken können hoffen, dass die anderen weggehen, noch andersrum. So, und irgendwann müssten wir ja mal wieder versuchen, diese Spaltung, die wahrscheinlich sogar gewollt ist, auch zu schließen. Ich kann's nicht. Kannst du's? Nee, klare Antwort. Frage durch, sind wir durch, ne? Tschüss. Nee, aber ich glaube tatsächlich, doch, ich glaube, dass wir beide auch Teil der Lösung sind, Oliver. Also, dann weiß ich nicht, wir beide kennen uns jetzt nicht so lang, weiß ich, was du sonst machst. Vielleicht bist du ja Pressesprecher der Grünen oder so im echten Leben. Ja. Ja, aber Da habe ich doch, doch. Hausverbot. Ich glaube tatsächlich, dass, weißt du, da bin ich jetzt wieder ein einfacher Notarzt. Ne? Also so ein Abszess muss man nicht nur aufschneiden, sondern ausschälen. Und eine Ubi Pus, Ibi Evacua. Also da, wo Eiter ist, muss man ihn rauslassen, um was zum Frühstück jetzt zu servieren. Also wir müssen, glaube ich, sehr wohl die Probleme nicht nur benennen, sondern es geht ja bei dieser Benennerei nicht nur darum, auch eine lustige Zeit dabei zu haben, idealerweise. Da hast du eingangs gesagt, halte ich für das am wenigsten, das wichtigste Thema, was am seltensten thematisiert wird. Es fehlt aus meiner Sicht in den freien Medien oftmals der Unterhaltungseffekt, das Leichtere. Es geht ja darum, es durch das Bewusstmachen, durch das Benennen zu verarbeiten. Das ist ja auch das Grundprinzip der Psychoanalyse, indem wir eben wirklich uns eingestehen, Karl Lauterbach ist ein Massenmörder. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und Jens Spahn ist ein Gewaltverbrecher. Die gehören hinter Schloss und Riegel. Und bis Nancy Faeser nicht auch im Knast sitzt, kann ja keine Verbesserung beginnen. So. Sicherlich ist dann auch eine Fähigkeit zur Versöhnung, zur Mittlung nötig und auch zur Vergebung. Das bin nicht ich. Ich bin, sagen wir, wieder das bei Full Metal Jacket, wir sind die Marines, wir sind dafür da, die Leute dorthin zu schicken, wo sie dann Vergebung erfahren. Und das ist auch mein Job, und zwar im übertragenen Sinne, lieber Innenminister oder lieber Polizist. Nicht, das war kein verdeckter Terror, keine verdeckte Terrordrohung. Ich glaube, wir haben eben eine andere Aufgabe jetzt aktuell. Ich glaube, dass die Versöhnende, die muss dann kommen. Aber wir sind ja noch lange nicht mal an dem Punkt, dass das in einer breiten Öffentlichkeit, in einer Staatsöffentlichkeit eingeräumt wird, dass gröbste Verbrechen begangen wurden. Und wenn das mal der Fall ist, ist es vielleicht auch Zeit für jemanden wie mich, da etwas anderes dann zu machen oder vielleicht meine Medienarbeit zu verändern, vielleicht sogar wieder Arzt zu werden. Wer weiß, vielleicht gehe ich in ein Krankenhaus, vielleicht übernehme ich eine Praxis. Da, wo ich gerade bin, gibt es wunderschöne Gelegenheiten, einfach Hausarzt zu werden. Kann ich mir auch vorstellen. Also vor die Versöhnung und vor die Aufarbeitung hat die Logik die Sühne gestellt und das Eingeständnis von Schuld und auch den Wunsch der anderen Seite um Vergebung und Versöhnung. Bin ich bereit zur Vergebung, nicht aus christlichen Motiven, ich bin nicht religiös, aber ich glaube tatsächlich, dass es überhaupt nichts bringt, Groll mit sich rumzutragen. Ich glaube auch, ich bin kein nachtragender Mensch, nie gewesen. Ich bin sehr gern bereit, etwas abzuschließen und dann auch loszulassen, weil mich persönlich treibt ja auch, mich langweilt es auch, an Dingen festzuhalten, die nichts mehr bringen. Ja, ich schmeiße auch Formate schnell weg, wenn sie nichts bringen, halte dafür an Menschen fest. Also die Zeit wird kommen, aber die ist, glaube ich, noch nicht da. Und ich glaube, was jetzt ja von vielen Tätern versucht wird, ist zu sagen, ach, war ja alles nicht so schlimm. Es gibt diese wunderbare Karikatur von Bob Morin, wo eine Hexe auf dem Scheiterhaufen brennt und daneben rufen zwei Priester, oha, ja, es wurden Se Fehler auf beiden Seiten gemacht, ne? Nichts für ungut. So. Und das funktioniert halt nicht. Ja? Es muss schon klar gesagt werden, was da alles falsch war. Und ich sage immer wieder, für mich das Wichtige ist, tatsächlich, auch wenn ich sage, Karl Lauterbach in die tiefste Zelle, ja, aber es geht nicht um das Strafmaß, sondern es geht vor allem darum, dass die Schuld festgestellt wird. Es geht darum, klar zu sagen, das war falsch. Und ob der Mann dann 100 Jahre im Knast ist oder 1000, ist mir dann egal. Nein, Spaß beiseite. Dann geht es mir gar nicht darum, es muss nicht Rache an jemandem vollübt werden. Im Gegenteil, ich halte Rache auch für falsch. Die fällt auf den zurück, der sich rächt. Es bringt nichts. Ja? Es macht dein Leben schlecht. Aber Ehrlichkeit muss her. Wir müssen uns ehrlich machen. Und das ist ein Prozess, der läuft noch. Ich glaube, wir haben noch ganz viel Arbeit.
Und so blitzkrieg, dabei müssen wir Spaß haben. Deswegen finde ich dein Format jetzt Spaß und beiseite, finde ich super. Ich hoffe, du machst das weiter. Und ich finde auch, dass da ist auch noch Raum für vieles. Also die freien Medien brauchen immer mehr gute, erfahrene Leute. Du bist ein Medienprofi im Vergleich zu mir. Ich hoffe, es kommen noch viele andere Medienprofis, denn das ist ein wichtiger Punkt. Also insofern, doch, glaube ich, tragen wir beide auch zur Versöhnung bei. Das ist ein so schönes Schlusswort, dem füge ich lieber gar nichts hinzu. So, mein Lieber, das war's. Hier winken, wie gesagt, alle. Grüß mir Milena. Wir bleiben in Kontakt. Ich melde mich bei dir. Das hoffe ich doch. Ich hab was für dich. Ich habe eine Idee. Aber das sage ich dir off-cam. Okay, dann treffen wir uns irgendwo an einem Geheimversteck Ja, außerhalb und so. in einem Hotel in Potsdam. Das ist ja lustig, aber da sage ich jetzt auch nichts zu. Da reden wir dann, wie gesagt, außerhalb. Alles klar, Paul. Bis dann. Bis Adios, bald. vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. So, liebe Fuzzis, das war unser Gespräch mit Dr. Paul Brandenburg. Alternative Geister wie er oder auch ich leben von Spenden, denn das System unterstützt niemanden, der es kritisiert. Aber ist das demokratisch? Deswegen helft uns mit Likes, Kommentaren oder pekuniären Zuwendungen. Sonst gehen irgendwann alle Lichter aus und es läutet nur noch die Tagesschau. Und wenn ihr nächste Woche mein Gast sein wollt, werdet bitte mein Fuzzi-König. Unsere aktuelle Auktion findet ihr bei eBay unter Medienfuzzi. So, zum Ende hin wünsche ich euch noch einen entspannten Tag am See. Aber seid wachsam, die Gefahren lauern überall. Bei 100.000 Followern gewinnt der FC Bayern München die Champions League. Oder nicht?